So manch eine archäologische Entdeckung hat schon maßgeblich dabei geholfen, etwas mehr Licht ins historische Dunkel zu bringen. Denken wir dazu nur einmal an den revolutionären Stein von Rosetta, der nicht weniger als den Übersetzungsschlüssel zu den altägyptischen Hieroglyphen lieferte. Doch nicht jeder Fund birgt ein derart bahnbrechendes Erkenntnispotenzial. Ganz im Gegenteil. Einige Artefakte und Stätten erscheinen so rätselhaft, dass sie unser gängiges Geschichtsbild ins Wanken bringen. Die atemberaubende Grabstätte, die die Forscher im legendären Tal der Könige ans Licht brachten, fällt ebenfalls in diese Kategorie. Doch was hat es mit den Hintergründen dieser einzigartigen Ausgrabung auf sich? Wer war die einst so mächtige Frau, die hier zur letzten Ruhe gebettet wurde? Und was wissen wir über die geheimnisvollen Begleitumstände ihres Begräbnisses? In der Regel geht eine bedeutende archäologische Entdeckung auch immer mit einem gewaltigen Medienwirbel einher. Sobald die Experten etwas aufspüren, das dem Puzzle der Vergangenheit ein weiteres, aufschlussreiches Teilchen hinzufügt, kennen die Schlagzeilen praktisch kein anderes Thema mehr. Aber unterm Strich wird so manch ein Jahrhundertfund aber auch ganz still und abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit verbucht. Ganz einfach, weil aktuell nun mal andere Ereignisse im Fokus der Berichterstattung stehen. So auch im Januar 2011, als die Straßen von Kairo im Chaos versanken. Die wütende Bevölkerung lehnte sich gegen das Regime ihrer Heimat auf und forderte die Absetzung von Präsident Hosni Mubarak. Doch während sich der Blick der Welt auf die dramatischen Szenen der Revolution richtete, machte ein Archäologenteam unter der Leitung von Susanne Bickel in einem uralten, staubigen Tunnel eine der bedeutendsten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte. Zunächst war die Gruppe um die Schweizer Ägyptologin, die in den Diensten der Universität Basel steht, auf die Spitze eines großen, abgerundeten Steins gestoßen, der am östlichen Ende des Tals der Könige schlummerte. Rund 5 Kilometer von der Stadt Luxor entfernt gelegen, gilt die sagenumwobene Nekropole noch immer als einzigartige archäologische Schatzkiste. Denn obwohl das Tal der Könige bereits seit Jahrtausenden ins Visier von Grabräubern und Plünderern rückt, liefert es den Experten noch immer Grabungsfunde von außergewöhnlichem Stellenwert. Wie etwa die Entdeckung des unversehrten Grabes des Tutanchamuns im Jahr 1922. Angesichts dessen kam auch in Bickel und ihren Kollegen rasch die Vermutung auf, dass der ominöse Stein den Eingang zu einem verlassenen Schacht markieren könnte, der geradewegs zum nächsten archäologischen Paukenschlag führt. Doch leider muss Ordnung auch im Falle der historischen Spurensuche sein, und so kam es, dass sich die Forscher zunächst eine offizielle Grabungsgenehmigung einholen mussten. Ein Jahr später war dann die bürokratische Hürde endlich genommen und Bickel kehrte mit einem großen Expertenteam ins Tal der Könige zurück. Wer war diese geheimnisvolle Frau? Unter der Beteiligung der Felddirektorin Elina Paulin Grote und des ägyptischen Inspektors Ali Reda sollte es tatsächlich nicht lange dauern, ehe sich die Hoffnung der Fachleute erfüllte. Hinter dem steinernen Gebilde schlummerte wirklich ein uralter Grabschacht. Ein Grabschacht, der zudem auch noch einen verstaubten schwarzen Sarkophag enthielt. Aus Holz gefertigt wurde der Sarg von einer Reihe großer gelber Hieroglyphen geziert und selbst die erfahrene Bickel musste überwältigt einräumen, dass sie noch nie zuvor einen Sarkophag in einem derart guten Erhaltungszustand gesehen hatte. Die Analyse von Keramikfragmenten ergab in Kombination mit dem ermittelten Alter der umliegenden Stätten, dass die Grabanlage mindestens 3000 Jahre alt sein musste. Die Hieroglyphen wiederum verrieten den Forschern, auf wessen letzte Ruhestätte sie soeben gestoßen waren. Es war das Grab einer Frau namens Nehemes Bastet, einer altägyptischen Priesterin und Tochter des Hohepriesters des Amun. Besonders interessant war für Bickel die Tatsache, dass ein derart bedeutendes Gesellschaftsmitglied mit vergleichsweise simplen Grabbeigaben bestattet wurde. Zwar dürfte der Sarkophag damals recht kostspielig gewesen sein, denn immerhin war Holz im alten Ägypten gleichermaßen selten wie teuer, allerdings fehlten die aufwendigen Innensärge, die in vergleichbaren Städten geborgen worden waren. Um die wahre Identität und die weiteren Hintergründe der Toten aufzudecken, sollte die Mumie dann nach ihrer Entdeckung nach Luxor transportiert werden. Und gemäß den Sarginschriften war Nehemes Bastet eine Sängerin des Amun. Doch was hat das zu bedeuten? Wie schlug sich dieser klangvolle Titel im alltäglichen Leben nieder? Nun, diesbezüglich liegt die Vermutung nahe, dass Nehemes Bastet eine Dame der Oberschicht war, die an bedeutenden Veranstaltungen wie religiösen Festen oder Prozessionen teilnahm. Aber welche Rolle übernahm sie dabei? Rezitierte sie heilige Texte oder sang sie womöglich Lobeslieder auf den Gott Amun? Naja, das wissen wir leider nicht. Ihre genauen Aufgaben und Tätigkeiten sind unbekannt.
Unterm Strich ist dies jedoch nicht das einzige Fragezeichen, das die Verstorbene umweht. Auch der Umstand, dass sie ausgerechnet im Tal der Könige beigesetzt wurde, bereitet den Experten Kopfschmerzen. Denn immerhin wurde die Nekropole zu Zeiten von Nemehis Bastet, also im 9. Jahrhundert vor Christus, schon lange nicht mehr von den Pharaonen genutzt. Diese herrschten mittlerweile fernab im Nildelta. Und selbst die Oberschicht errichtete sich damals keine neuen Gräber mehr, sondern nutzte die vielen hundert bestehenden Grabanlagen der thebanischen Nekropolen. Weshalb der Sängerin des Amun das außergewöhnliche Privileg zuteil wurde, in der unmittelbaren Nähe zum mächtigen Königen bestattet zu werden, ist weiterhin ein ungelöstes Rätsel. Von verschollenen Hochkulturen und 800.000 Jahre alten Bauwerken. Für die überwältigende Mehrheit der Historiker helfen derart bedeutende Entdeckungen dabei, unser Wissen über das antike Reich der Pharaonen noch weiter zu vertiefen. Allerdings gibt es auch ein Lager, das felsenfest davon überzeugt ist, dass unsere Vorstellung vom alten Ägypten nicht weiter von der historischen Realität entfernt sein könnte. Aber was ist damit gemeint? Nun ja, grundsätzlich vermutet die alternative Gegenseite, dass die Errungenschaften und außergewöhnlichen Fähigkeiten der alten Ägypter in Wahrheit auf dem Wissen einer verschollenen Vorläuferkultur basierten. So manch ein kreativer Geschichtsgeist spannte diese ohnehin schon umstrittene Grundannahme dann sogar noch weiter. Denn in Wirklichkeit waren es überhaupt nicht die Pharaonenreichbewohner, die die prächtigen Bauten von Gizeh und Co. erschufen. Vielmehr hätten die Ägypter die architektonischen Meisterwerke der wahren Erschaffer lediglich kopiert. Doch wie sollen wir eine derartige Behauptung nun einordnen? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die aus ihr mehr machen als eine reine Spekulation? Wenig überraschend beantworten die Verfechter der Vorläuferkultur diese Frage mit einem eindeutigen Ja. Denn dazu müsste man nur einen kurzen Blick auf die auffälligen Wassererosionsspuren werfen, die insbesondere den Bereich rund um die Sphinx ziehen. Folglich sollen die Wassermassen, die einst vom Himmel stürzten und ihre charakteristischen Signaturen ins Gestein fraßen, beweisen, dass das weltbekannte Mischwesen in Wahrheit deutlich älter ist als allgemein angenommen. Denn immerhin würden sich die rekonstruierten Niederschläge nicht mit dem vermuteten Entstehungszeitraum der Sphinx decken. Wer eine logische Übereinstimmung erhalten möchte, müsste das Rad der Zeit daher nicht nur um 4500, sondern um mindestens 10.000 Jahre zurückdrehen. An dieser Stelle wird es allerdings noch abgefahrener. Manche Leute halten es sogar für möglich, dass die Statue vor sage und schreibe 800.000 Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Ein durchaus, selbstbewusster Ansatz, der jedoch einen kleinen Haken besitzt. Unserem aktuellen Wissensstand zufolge war dies absolut unmöglich. Nicht nur, dass die Ära der alten Ägypter erst vor 3000 Jahren begann und die Wurzeln der Sumerer, die als Urväter der Hochkulturen gelten, nur bis zum Jahr 4000 vor Christus zurückreichen. Nein, vor 800.000 Jahren gab es noch nicht einmal den modernen Menschen. Das Alter der ältesten bekannten Homo sapiens-Fossilen wird nämlich mit rund 300.000 Jahren beziffert. Doch auch auf diese Tatsache weist das alternative Lager eine kühne Erwiderung. Denn wer sagt überhaupt, dass es die Menschen waren, die die Sphinx erbauten? Ein aufschlussreicher Fehler. Zugegeben, für die meisten von uns erscheinen derartige Vermutungen wohl absolut unvorstellbar. Jedoch sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen, dass auch Theorien über die alten Ägypter kursieren, die nicht weniger aufregend, aber doch schon etwas plausibler erscheinen. Dabei stehen abermals die monumentalen Prachtbauten im Fokus, denn bekanntlich haben wir immer noch keinen blassen Schimmer, wie es die Ägypter im Detail bewerkstelligten, ihre tonnenschweren Steinblöcke zu derart imposanten und fast schon lächerlich präzisen Pyramiden aufzutürmen. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Die alten Ägypter benutzten bei ihren Mammutprojekten nicht einmal das Wagenrad. Aber das mussten sie vielleicht auch gar nicht, wenn sie stattdessen auf weitaus effektivere Technologien zurückgreifen konnten. So lautet jedenfalls die These jener Personen, die glauben, dass die Bewohner des Altertums deutlich fortschrittlicher waren, als es im Geschichtsunterricht gelehrt wird. Der Beweis für diese Theorie würde einerseits in den auffallend glatten und exakten Kanten der altägyptischen Bauwerke schlummern und andererseits in den Missgeschicken, die den Arbeitern von Zeit zu Zeit unterlaufen sind. Dazu wird häufig auf einen uralten Granitblock verwiesen, der im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt und von einem auffallend schiefen Einschnitt geziert wird. Die Arbeiter haben den Schnitt also verzogen, ihre Bemühungen eingestellt und sich stattdessen einem anderen Steinblock gewidmet.
So jedenfalls die Theorie. Doch wie so oft steckt auch hier der Teufel im Detail. Versetzen wir uns dazu einmal in die Haut eines altägyptischen Bauarbeiters. Wenn sich dieser in mühseliger Handarbeit langsam und beschwerlich durch das Gestein arbeiten musste, wieso sägte er dann überhaupt noch so lange weiter? Hätte er nicht schon viel früher bemerken müssen, dass er den Schnitt viel zu tief und schief angesetzt und den Block dadurch unbrauchbar gemacht hatte? Grundsätzlich lassen sich aber die beeindruckenden Steinarbeiten der Ägypter auch ohne den Einsatz antiker Hightech-Wunder erklären. Naja, zumindest auf dem Papier, denn in Wahrheit gehört die Frage, wie genau die damaligen Menschen hartes Material wie Basalt und Granit durchbohren und zersägen konnten, noch immer zu den verwirrendsten der aktuellen Forschung. Die gängige Annahme besagt, dass die Arbeiter dazu einen Kupferbohrer bzw. eine Kupfersäge verwendeten. In Kombination mit einem Gemisch aus Wasser, Gips und Quarzsand sei es ihnen dann auf diese Weise gelungen, das harte Gestein nach Belieben zu bearbeiten. Was in der Theorie noch schlüssig klingt, erweist sich dann in der Praxis aber gleichermaßen kräftezehrend wie frustrierend. So versuchten einige Forscher, die vermuteten Bautechniken der alten Ägypter nachzuahmen. Du fragst dich jetzt, wie weit sie dabei in einer Stunde mit ihrer großen Säge in das Gestein vorgedrungen sind? Nun, ganze 4 Millimeter. Selbst wenn die schiefe Einkerbung des erwähnten Artefaktes nur 10 Zentimeter lang gewesen wäre, hätte der Arbeiter seinen Fehler noch ganze 25 Stunden lang fortführen müssen. Aber wieso hätte er das tun sollen? Sobald das Malheur erst einmal bemerkt worden war, wäre es doch viel sinnvoller gewesen, die anstrengenden Arbeiten sofort einzustellen. Naja, es sei denn, die alten Ägypter besaßen eine wundersame Technologie, die sich bedeutend schneller durch den Stein fraß als eine einfache Kupfersäge. Und wir besitzen eine wundersame Technologie, die es dir ermöglicht, nie wieder ein Video zu verpassen. Drück jetzt sehr gern auf den Like- und den Abo-Button und bleib von nun an immer auf dem neuesten Stand. Bis bald!